Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Special hier auf meinem Kanal, nämlich dem zweiten Geburtstagsspecial. Jawohl, Zockerbraut, mein Kanal auf YouTube, ist jetzt 2 Jahre alt geworden. Es ist nicht zu glauben, wie die Zeit vergeht. Und ja, es ist ein Wahnsinn, wie viele Projekte wir schon geschafft haben und wie stark wir wachsen. Es ist echt unfassbar, es ist wirklich wahnsinnig. Ich kann es nicht in Worte fassen momentan. Ich freue mich einfach so, es ist so schön. Und natürlich vielen lieben Dank an euch alle, dass ihr mich so tatkräftig unterstützt. Egal, ob es jetzt Tipps und Tricks sind, ob ihr meine Videos schaut, ob ihr sie teilt, ob ihr sie kommentiert. Boah, ich bin so froh, dass ich euch alle habe, wirklich wahr. Ich kann mir ein Leben ohne YouTube nicht mehr vorstellen, wirklich wahr. Ich weiß, das habe ich voriges Jahr schon gesagt, das beweist ja nur, dass es mir heuer auch so ergeht und nach wie vor so ergeht, so muss man das vielleicht eher sagen. Boah, auch an der Stelle ein riesengroßes Dankeschön an YouTube, dass sie uns das überhaupt ermöglicht, Videos für euch, liebe Communities, ja, machen zu dürfen, Let's Playen zu dürfen, unsere Hobbys, unsere Träume, auch beruflich, wie auch immer, es mit der Welt und mit euch allen teilen zu dürfen. Und boah, ich freue mich schon wieder auf die nächste Aufnahmesession. Es gibt wieder schon die nächsten Spiele, die schon schreien, Zocki, nehme ich auf. Und natürlich auch viele, viele Projekte, allein schon im heutigen Jahr und im nächsten Jahr gibt es ja auch schon. Allein Gilde 3 soll ja nächstes Jahr Anfang Jänner in den Läden erhältlich sein. Ich hoffe, sie ändern das Datum nicht nochmal. Und wenn nur ganz geringfügig, weil ich echt schon gespannt bin auf das Spiel. Ich warte schon so hart drauf. Jo, ganz hart. Und ja, und bis dahin gibt es ja auch haufenweise Spiele, die von uns Let's Played werden wollen. Ich habe ja auch wieder das eine oder andere im Augenwinkel drinnen erspäht und gesichtet. Auch aus meiner Jugendzeit einige Schätze aus meiner Sicht und die ich auch liebend gern mit euch teilen möchte. Im Optimalfall bewege ich euch vielleicht selber dazu, das Spiel zu kaufen, die Entwickler zu unterstützen und somit ein Fortbestehen solcher Schätze zu sichern und euch natürlich nicht nur hier auf YouTube, sondern auch im privaten Bereich eine Freude zu machen. Das ist uns Let's Player natürlich am allerwichtigsten, überhaupt generell uns YouTubern, zumindest den meisten. So. Ja, wow, es ist wieder ein Jahr rum. Ich muss gestehen, ich hätte fast den eigenen Geburtstag übersehen. Es ist privat gerade ein bisschen was los, sag ich mal. Nicht so schlimm wie voriges Jahr zur bekannten Heidelbeerernte und Straßenbaugeschichte, die ich eh schon mehrmals erwähnt habe. Aber ich hätte fast die Zeit übersehen, so schaut's aus. Und ja, habe ich nochmal die Kurve gekriegt und darf jetzt da frohen Herzens und überglücklich mit euch den heutigen Tag genießen und feiern. Ja, natürlich gibt es auch im Anschluss wieder ein Bild mit ausreichend Kuchen und Getränken eurer Wahl, also schlagt's dann bitte zu, aber nicht wörtlich, das würde nur euren Bildschirm schaden und euch selber auch. Ja, also abermals nochmal vielen lieben Dank, vielen, vielen lieben Dank, dass es euch alle gibt, dass es YouTube gibt, dass ich für euch Videos machen darf, dass sie euch gefallen, dass ihr so schön kommentiert, ach, dass ihr mir Like da lasst, dass ihr mich abonniert, dass ihr mich supportet, was auch immer, alles vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Ich kann, will und werde mir ein Leben ohne YouTube nicht vorstellen können. Ich liebe dieses Hobby. Ich liebe es von Herzen. Das ist ein lang ersehnter Ausgleich in meinem privaten Leben, sage ich mal. Ich muss mich kurz kratzen, da juckt es. Es ist ein Haar. So. Und wie gesagt, ich mag es, solange es YouTube gibt oder Möglichkeiten gibt, sowas in der Art machen zu dürfen, möchte ich das auch weiterhin. Und wie gesagt, mein Motto ist nach wie vor, oder mein Ziel besser gesagt, ist nach wie vor, euch eine Freude zu machen. Ich hoffe, es gelingt mir Tag für Tag. Ich weiß, ich bin auch ein Schussel und hier und da werdet ihr Kopfschmerzen haben, weil ihr euch so derbe auf die Stirn hauen müsst, eben das berühmte Facepalm. Aber ja,
Nobody is perfect und wir Let's Player sind's ganz bestimmt nicht. Wir wollen einfach nur Spaß am Zocken haben. Zumindest die meisten von uns. Na gut, ihr Lieben. Ja, nochmal abermals tausendmal danke, danke, danke. Ich entlasse euch wieder eurer Freiheit. Ihr habt das Video quasi überstanden und bitte nehmt's euch bildlich gesehen dann im Nachhinein ein Stück Kuchen, ist frisch gebacken und frisch aus Google Bilder herausgesucht, sowohl auch die Getränke. Lasst euch von mir drücken, kann man das so machen, schön drücken, so, so, umarmen, knuddeln, Küsschen hier und da für euch alle. Und wir hören und sehen uns im nächsten Let's Play und in den künftigen Projekten. Bis dahin wünsche ich euch von ganzem Herzen einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, weil ihr dieses Video hier schaut. Und wie ich schon gesagt, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!